Herzlich willkommen zum Erklärvideo für die Methodenkarte Klassentagebuch mit Book Creator erstellen. Dieses Video bezieht sich im Wesentlichen auf die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur besagten Methodenkarte und es geht darum, in der Online-Anwendung Book Creator, zu der es auch verschiedene Apps gibt, ein Klassentagebuch zu erstellen. Zunächst rufen Sie dafür die Internetseite bookcreator in einem Wort.com auf. Die erste Seite ist englischsprachig und hier schauen Sie bitte in der Mitte for Teachers. Und hier ist wichtig, create a free account. Also Sie sollen einen kostenlosen Account erstellen. Das tun Sie am besten mit Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse. Klickt da eben drauf. Jetzt wechselt das Ganze auch in die deutsche Sprache. Und um den Datenschutzanforderungen in Schleswig-Holstein gerecht zu werden, machen Sie das nicht mit einem Microsoft- oder Google-Konto, sondern Sie melden sich mit Ihrer dienstlichen Mail-Adresse an. Ich habe das bereits erledigt und habe daher ein Konto und klicke deswegen, ich habe bereits ein Konto. Sie würden, falls Sie noch kein Konto besitzen, das obere Neues Konto erstellen anklicken. Ich bin nun angemeldet und das ist der Empfangsbildschirm. Da ich noch kein Buch erstellt habe, sieht man auch noch nichts. Um ein Klassentagebuch mit Book Creator zu erstellen, muss sich also die Lehrkraft in der Online-Version von Book Creator registrieren und sich dann als Lehrer anmelden. Wenn Sie dann Bücher erstellt haben, können die Schüler sich an späterer Stelle mit einem von Ihnen erzeugten Einladungscode, das zeige ich Ihnen nachher noch, ohne eigene Zugänge anmelden. Da hier aber noch gähnende Leere herrscht, wollen wir zunächst ein neues Buch erstellen. Das tun wir oben an diesem orangen Button mit dem Plus, neues Buch. Und nun kann man sich entweder überlegen, dass man komplett bei Null anfängt, da können Sie dann eben Format aussuchen und diverse andere Dinge, oder aber Sie wählen eine der reichhaltigen Vorlagen, um sich Arbeit zu sparen. Insbesondere für den Anfang ist das absolut zu empfehlen. Sie können hier wählen zum Beispiel zwischen einer Tageszeitung, einem Fotobuch, einem Kochbuch, einem Jahrbuch und diversen anderen Formaten. Ich entscheide mich für das Format Magazin. So sieht es dann aus. Es sind auch schon Dummy-Inhalte hinterlegt, die Sie natürlich dann im Verlauf der Bearbeitung verändern sollten. Die verschiedenen Seiten erreichen Sie über die Pfeile rechts und links. Hier ist dann das Inhaltsverzeichnis. Und wenn Sie die letzte Seite Ihrer Publikation erreicht haben, erscheint ein Pluszeichen auf der rechten Seite, das Sie klicken können, um weitere Seiten anzuhängen. Diese haben auch jeweils verschiedene Formate und Layouts, die Sie entsprechend Ihrer Vorstellung wählen sollten. Die einzelnen Seiten werden also über das Pluszeichen am rechten oberen Rand erzeugt. Wenn Sie das I drücken, dieses hier, ist der sogenannte Inspektor, können Sie für die jeweiligen Seiten, die angezeigt sind, Schriftart, Papierrahmen und diverse andere Dinge oder auch die Volltonfarben für den Hintergrund und einiges mehr verändern. Über das Plus hier können Sie den jeweiligen Seiten Elemente hinzufügen, also Bilder, die Sie entweder bereits gespeichert haben oder Sie nehmen direkt welche auf oder Sie fügen Elemente mit dem Stift hinzu oder schreiben direkt hinein. Dasselbe geht auch mit Audioaufnahmen direkt über das Gerät. Wenn also ein E-Book kollaborativ von einer Lerngruppe erstellt werden soll, können Sie auch hier schon eine entsprechende Anzahl an Seiten für die verschiedenen Themen vorgeben und gegebenenfalls vorformatieren. Über den Pfeil am oberen rechten Bildschirmrand öffnet sich dann das Menü, wenn Sie meinen fertig zu sein oder die Kinder meinen fertig zu sein, öffnet sich das Menü, um das Buch zu veröffentlichen. Hier kann es mir entweder vorlesen lassen oder ich kann es online veröffentlichen. Ich kann es als E-Book herunterladen oder ich kann es ausdrucken. Die letzten beiden Varianten sind wahrscheinlich diejenigen, die für den unterrichtlichen Einsatz am ehesten in Frage kommen. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, dass Sie die Schüler auch über einen Code an der Bearbeitung teilhaben lassen können. Und das machen Sie im Eingangsbereich, auch wenn Sie mehrere Bücher schon haben. Dann können Sie, wenn Sie das jeweilige zu veröffentliche Buch eingeblendet haben, oberhalb einen Einladungscode erzeugen, den Sie den Schülern mitgeben oder über den Einladungslink direkt entweder über einen Messenger schicken oder in It's Learning veröffentlichen oder per E-Mail oder sonst wie zugänglich machen. Des Weiteren können Sie den Code auch mit einem Ablaufzeitpunkt versehen, wenn Sie der Meinung sind, dass das Vorhaben nur eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen soll. Das sind so im Wesentlichen die Züge des Book Creator. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.